Ich begrüße Sie nun zum Abendprogramm im Dritten, liebe Zuschauer, und bin ziemlich sicher, dass ich Ihnen zu dem 25 Jahre alten Spielfilm, der hier gleich laufen wird, kaum mehr zu sagen brauche als das Apartment mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Ja, Sie haben richtig gehört, dieser neue Klassiker ist nun schon wieder 25 Jahre alt. Er wurde 1960 gedreht, doch man freut sich immer wieder darauf. Überhaupt ist der heutige Abend der leichten Muse und der Kultur gewidmet. Um 22.15 Uhr fragt Kulturkontrovers: Was soll das Theater? Ist der Spiegel der Gesellschaft erblindet? Welche Bedeutung hat das Sprechtheater in der gegenwärtigen Gesellschaft? Die Antwort ist schwierig, denn weder das Theater noch unsere Gesellschaft sind als Einheit zu beschreiben. Nach den Tendenzen fragt Gerd Kairath Kritiker, die die Theaterszene über die ganze Spielzeit beobachtet haben und kompetent aus ihrer Sicht Auskunft geben sollen. Um 23.15 Uhr dann heute Abend öffnen wir den Salon Classique für die Freunde der Musik im Dritten. Ein Programm, das der Sender Freies Berlin schon vor 6 Jahren im Hörfunk gestartet hat und das sich unter anderem zum Ziel setzte, die klassische Musik, anders als sonst üblich in lockerer Form, dem Hörer zu präsentieren. Wenn es Ihnen, liebe Zuschauer, gut gefällt, dann können Sie den zweiten Teil dieses Konzertes am kommenden Sonntag um 17 Uhr hier bei uns sehen. Doch nun, bevor die Spielfilmfans kribbelig werden, zur Sache. Wir zeigen Ihnen nun Billy Wilders berühmte Komödie Das Apartment aus dem Jahre 1960. Neben Shirley MacLaine brilliert Jack Lemmon, der morgen am 8. Februar seinen 60. Geburtstag feiert. Der Film erzählt nicht nur eine zu Herzen gehende Geschichte, sondern zeichnet auch neben aller Komik ein treffendes Bild der kleinen Angestellten in den USA. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen.